Moin Leute, ey, es ist total zu kurz. Ich habe das bei meinem Mikrofon am Computer, wenn ich spreche, schon öfters gedacht, dass das nicht das, was aufnimmt und das, was ich sage, in zwei unterschiedlichen Dimensionen ist. Ne? Dass das Mikrofon in einer anderen Dimension aufnimmt, wie das, was ich sage. Ist mir damals schon aufgefallen. Habe ich schon gedacht, Alter, das sind doch Schnaufe und das ist doch Zeug, das passt doch, doch gar nicht, Alter, das bist doch gar nicht du. Und dann habe ich ja genuschelt und genuschelt, was ich überhaupt nicht Blick. Da habe ich damals gedacht, Alter, wenn du am Computer was aufnimmst. Ist es komischerweise oft so, dass das Mikrofon in der anderen Dimension aufnimmt, wie du in der, wo du bist? So, okay. Jetzt äh, habe ich das Ganze mal ein wenig weiter überprüft. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn man ein T-Gerät kauft, kann man an so ein Diktiergerät, was ja kaum noch welche gibt, ne? es gibt ja äh, nur, nur noch Handy und dies und das, und äh, wenn man jetzt so ein Diktiergerät an ein Diktiergerät, Kopfhörer und Mikrofon anschließt. Das, was man hört und das, was das Diktiergerät aufnimmt, ist auch nicht die Dimension, in der du hier bist, sondern eine Weile später, wo weniger Leute sind, wo viel mehr Ruhe ist. Weil, ich höre die eine Dimension in die Gedanken, die andere Dimension akustisch durch die Ohren und die nächste Dimension durch, durch das äh, Diktiergerät. Und in dem Diktiergerät lauter Geräusche einfach nicht, wo halt hier um mich herum sind, die ich auch akustisch höre. So, wie soll es denn dann klarkommen, wenn sie dich psychotisch machen, wenn du die Erkrankung hast, dann in... Um dich rum, weißt du ganz genau, gewaltig sind sie Frau und sonst was du hast du hörst du Geräusche, du willst du gar nicht mit klarkommen. Und dann fängst du an und versuchst nachzuforschen. Und dann kaufst du, kaufst du dir von deinem ganzen Geld, was du hast, auch welche Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel das ja? So. Aber weißt du, wie scheiße das ist, wenn du. Ich habe für 42 Euro ein tick gekauft. Das hätte normalerweise 59 kaufen kosten müssen. Das habe ich jetzt als Beweismittel. Dafür, dass es in eine andere Dimension aufnimmt. Das bedeutet, die machen uns dumm, die machen uns behindert, die schränken uns kognitiv ein, die nehmen uns quasi jegliche, jegliche Lebensfreude, manipulieren gegen die Liebe, nehmen uns jegliche Frauen weg, setzen die gegen uns einspielen mit unseren Gefühlen und dann äh, 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 tun sie auch unsere Technik so machen, dass wir für Technik Geld ausgeben, die auch gar nicht funktioniert. Da können wir ja noch nicht mal Hobbydetektiv spielen, die Polizei traut sich gar nicht ran, also äh, ja, so richtig äh, komisch. Ich meine, freilich, es ist halt zum Kotzen, ne? wenn die, wo das betreiben, sich durch die Dimensionen switchen können und dann in einer Wohnung sind, das in, in einer Nachbewohnung betreiben, du die hörst, wenn du da reinguckst, ist da keiner drin. Das ist schon sehr peinlich und dumm, gerade für Polizisten, wenn die da eine Wohnung öffnen. Aber dem, auch dem muss man ja irgendwie entgegensetzen. Also, machen wir das jetzt wie feucht. Die Hälfte von euch, mindestens die Hälfte von euch, von euch ganzen Zuschauern, mindestens die Hälfte, lässt sich auf Manipulation ein und lässt sich manipulieren und will rausfinden, was die mit euch vorhaben. Lasst euch so weit wie möglich ein, macht aber so, dass ihr nicht in den Knast kommen könnt. Und die andere Hälfte, betreut es und bewacht es. Und ihr beiden Hälften zusammen, du wirst dann zur Anzeichen bringen und die Beweise sichern. So, das ist eure Aufgabe die nächste Zeit. Die Nächsten, wo freie Kapazitäten haben, sehen zu, dass sie sich mit Technik bewabbeln. Ja? Hörverbesserungstechnik. Und da haben, wir, da haben wir auch Recht drauf, dass die Technik auch funktioniert. Weil nicht nur die uns observieren dürfen und überwachen dürfen und uns kaputt machen dürfen, sondern auch wir dürfen uns wehren. Ja, und die Technik, womit wir uns wehren könnten, sollte funktionieren, weil sonst muss man sich ja ans LKA, an die Polizei und an die Bundeswehr wenden, wenn unsere Standardtechnik als normale Börse nicht funktioniert, so, und wenn man dann quasi solche Sachen mitkriegt und hört, wie das die dann in deiner Wohnung sind, in deiner Abwesenheit und lauter solche Sachen, und dann auch wieder nicht weiß, ob in der Dimension oder in beiden gleichzeitig und und und, ja. Das ist natürlich ein tolles Sicherheitsrisiko, das ist ein tolles Problem. Ich habe euch gesagt, ich mache täglich Updates. Jetzt sitze ich halt hier, jetzt wollte ich wieder eine Situation, wo ich eigentlich ähm, gedacht habe, vielleicht kommt eine Frau zu mir. Ja, das beschäftigt mich natürlich, wenn du darauf hoffst. Ne? Und dann hörst du halt, wie sie in die Nachbewohnung vergewaltigt wird. Oh ja, okay. Zum einen in der Pension neben mir. Das müsste eine Pension sein. Hm, keine Ahnung. Ich höre da, ich höre, ich höre da drin, ich höre da drin, welche rumhantieren. Ist mir aber eigentlich nicht mittlerweile egal, wisst ihr, ich muss mein Leben nach Relevanzen ordnen. Ich kann mich um sowas nicht mehr kümmern. Ich kann mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ich muss mein Leben nach Relevanzen ordnen. Drum, nach wie vor, ich suche eine Frau, die mit mir gemeinsam diesen Weg geht und mit mir gemeinsam als dauerhafter Zeuge auftritt, ja. Weil ich brauche es mehr an Kunden einer Frau. Am besten eine Polizistenfrau, das wäre der absolute Hammer, ja. Weil eine Polizeifrau, die traut sich was, die ist mutig, hm? weiß wie man Sicherheit äh, gewährleistet und äh... Weiß, wie man observiert, ja, und ich bräuchte Observation von, von dieser Gegend hier und von diesen ganzen Sachverhalter halt, der Polizeifrau oder andere Frau an meiner Seite, ne? Und weil der Bock hat auf Hobby der unter meinem Schutz, ähm, ja, fände ich ganz nett, ne. Weil ein bisschen Schutz kann ich schon bieten, ich meine, der eine oder andere kennt mich ja schon. Und wenn ich dann zu euch immer spreche und ihr das alle mitkriegt und ihr eure täglichen Update-Videos wollt und wollt ja immer wissen, was los ist, da, ja, ne, also, save my life, gell, ganz klar tatsächlich da darüber berichte. Ich kann natürlich auch manches für mich behalten. Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles für mich behalten nebenbei. Ha? Also man sagt, ich kann die Klappe nicht halten. Die haben ja gar keine Vorstellung davon, was ich alles besser gesehen habe. Deswegen, naja, was will ich machen, ne? Wenn jemand ernsthaft zu jemand anders will, also dann schafft er das auch, bin ich der Meinung. Und lässt sich nicht immer zu weghaschen. Ne? So. So ist es. Auch. So ist es einfach. Aber es gibt halt leider Gottes Menschen, die sind das Tierbewusstsein erschaffen, ja. Die sehen nun so aus wie die originalen Menschen. Und die vergewaltigen sie halt immer zu, wisst ihr, die missbrauchen so total. Und das kotzt mich richtig an. Das kotzt mich richtig an. Das tut mir noch mehr weh, wie wenn so einen intelligenten Menschen vergewaltigen. Weil das sind wie Kinder und wie Tiere, wisst ihr, um solche zu vergewaltigen, ey, wisst ihr, wie, wisst ihr, wie abartig das einfach ist. Das nimmt den jegliche Lebensfreude. Die sind nur komplett wie ihr Geist, komplett kalt. Ich denke doch ihr dürft doch nicht kommen, wenn ihr die vergewaltigt, dürft ihr doch auch nicht denken, dass die da von einer Kind kriegen oder einer Kosmos haben. Nee, das Ende vom Lied ist, die werden so eng, dass keine von euren Sch äh, Sch Schwurzeln damit neibhaucht, ne ne sondern denkt, oh, da legt mir die, Alter, da kommt was Geiles raus, ja, da kommt eine Säure raus, die dich blind macht, Vogel. Hm? Und warum? Weil das dazu zwingt und die das nicht will. Ganz einfach. Und solange ihr das nicht begreift, habt ihr euch in e eurer eigenen Hölle verschanzt. Und geht immer wieder den Weg in Richtung gegen die Tür. Bam, 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 bam. Immer wieder gegen die Tür. So. Das wollte ich mal dazu sagen. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich den Livestream noch ein wenig anmache, dass ich live noch irgendwie bericht. Früh um zwei ist doch cool, ne? Warum ist das cool? Ganz einfach, weil früh um zwei die ganzen Verbrechen begangen werden, wisst ihr? Und Tag trauen die sich nicht so richtig. Nicht in dem Ausmaß, aber nachts, wenn sie denken, dass alle schlafen, dann geht es richtig rund. Dann geht's richtig rund. Ey, ohne Scheiß, und wenn ich noch einmal mitkriege, dass irgendwelche Eltern ihren Kindern oder Teenie-Jugendlichen verbieten, hä? mich treffen zu wollen, wenn sie mich kennenlernen wollen, ja, wenn ich das noch einmal verbiete, oh, dann kriegen die Eltern Hausarrest und die Kinder fahren Auto, glaub mir, glaub mir, dann kriegen die Eltern euer Haupt- und Gut, euer Kontozugriff, euer Führerschein, euer Auto, und äh, dann dürfen die mit mir hier durch die, durch die Gegend gruseln, Das sind es meine Chauffeure, ich bringe denen dann das Fahren bei, Opfer sehen. Und äh, ja, dann geben wir euer Geld aus und wenn gar nichts mehr übrig ist, dann stellen wir euer Auto zusammengeschrottet wieder vor die Tür und sagen: Ja, das war die Quintessenz von den ganzen Lüchen der ganzen Jahre über. Ja, das gehört gemacht, Alter, das gehört gemacht. Weil die Eltern einfach ihre Kinder auf Dauer anlüchen und äh, das mit dem Hintergrundgedanken, dass sie später ihr Leben vermarkten und missbrauchen können, wie das bei mir versucht wird, ja. Hey, da, 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 da fließen Gelder, Alter, dass andere in mein Leben dürfen. Da fließen Gelder, dass andere so mal kurz aussehen dürfen wie ich. Aber die haben auch nichts anderes im Sinn, wie schnell jemanden zu vergewaltigen oder sonst was. Ey, was macht denn das? Das macht einen totalen Schaden auf meinen Ruf, ey. Ich würde nie jemandem was tun, ne? Aber es sieht halt so aus, weil, verdammt, das Replikat, das sieht ja genauso aus wie ich wahrscheinlich. Aber ich nehme an, schlanker. Ihr müsst mich natürlich, müsst euch vorstellen, wenn ihr mich trefft. Ich habe natürlich meinen Bauch, ich bin nicht die Dünste. Ne? Und. Ich wiege 96,2 Kilo, ich bin von 123,6 habe ich abgenommen, glücklicherweise, aber mein Bauch habe ich immer noch. Mein erkennungsdienstliches Merkmal und ich überlege auch, ob ich meine Haare dann wieder so frisiere. Hier, 60% Klotze, 40% Haare. Ja? Bin ich echt am Überlegen. Das habe ich schon mal gemacht wegen Identitätsmissbrauch und das fängt ja wieder so an und also das muss ich wahrscheinlich wieder so rumlaufen, dass alle da erkennen, wer ich bin. Ich weiß es nicht, vielleicht machen wir mal einen Schlitz in die Augenbraue und dann jeden Tag einen mehr oder so, mal sehen. Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen, aber so geht es nicht weiter. So, was hätten wir denn noch zu bequatschen? Ja, das war das. Die junge Frau wollen sich hier weiter vergewaltigen. Ja, das ist immer so, ihr müsst euch vorstellen, bei mir im Haus, ne, sobald die irgendwie mitkriechen, dass ich ja Frau mache, ähm, machen sie das der Frau begreiflich. Die Frau steht vielleicht auf mich oder hat Interesse, will mich kennenlernen, und dann kommt die hierher und dann wird die von Hund zu Hund vom ganzen Haus vergewaltigt und in gibt Wohnung gezahlt. Und wenn sie die Schnauze aufmacht, wird sie umgebracht. So, geil, ne? Und dem muss man doch entgegenwirken, da brauche ich doch dauerhaft irgendwie mal weibliches Personal, wo du da quasi den in den Stecker zieht. Die bisschen reizt, ein bisschen rausfindet, dies, das. Lockvogelmäßig, wisst ihr. Müssen wir doch was machen, Alter. Ich kann doch nicht die ganze Zeit hier... Ey, es geht um die ganzen Frauenseelen, Alter. Was ist denn mit euch? Seid ihr nicht daran interessiert, dass es den Frauen mal wieder besser geht und dass diese ganze Zwangsprostitution vergewaltigt mal aufhört? Ey, Shadowbait bezeichnen die als Masturbationsgefängnis, Jettopate.com, ja? Da machen sie die Weiber dauerhaft geil, da sind die dauerhaft am Masturbieren, Alter. Was ist denn das? Die können doch einmal normal leben zwischendrin. Also was ist denn das für eine Gesellschaft? Die einen masturbieren gar doch die anderen machen gar nicht Verbrechen, die nächsten äh, denken den gar doch über Intrigen auch und die anderen gehen auf ihre Arbeit so. Und, und äh, äh, hä? Wo, wo ist das geistreiche Potenzial der Menschheit? Hä? Ich meine, die Bücher, die ich lese, sind ja schon wirklich Katastrophe, die hier entstanden sind, über den Kopflach zum Beispiel. Aber alter Leute, ey. Wo sind denn die ganzen Freigeister? Ey, wir haben zwar schon eine freigeistliche Gesellschaft, die haben sich alle aus dem Stab gemacht, die haben alle, wollen die mit hier nichts mehr zu tun haben, weil die Leute hier so scheiße sind. Und ich habe dauerhaft immer wieder versucht und immer wieder versucht, die sowas wie zu therapieren, aber keine Chance. Keine Chance. Ja, Leute. So geht's wieder weiter. Das geht doch auch gar nicht. Oh, mein Ton ist aus, deswegen. Ich hey, hey, habe meine Glocke gar nicht gehört. Moment. So. Der war laut, Alter. Scheiße, das können ja Versuchsstörungen sein. Das wollte ich jetzt nicht, Alter. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Tut mir leid. So, naja dann. Ach, ist das aufregend. Macht das mal wieder gut, wenn auch welche weiteren Vorkommnisse sind, melde ich mich. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.